Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und letztes Mal haben wir Azmozia verteidigt. Aber halt mit einem fetten Bug. Also, ja, da war ich echt lucky, dass es so easy geklappt hat. Oder also, dass ich gewonnen habe überhaupt. Und jetzt kommen eben, ja, Alexanders Vermächtnis und vernichtet hier alles. Ja. Die Elefanten sind halt, die brauchen jetzt 6 Runden. Eieiei. Nee. Also Kavallerie ist halt ziemlich schlecht, um wirklich was zu machen. Bei Belagerung sinnvoll zu sein. Ja, das ist auch ganz gut. So, dann schaue ich mal hier, wo denn die beiden Armeen hin sind. Aber ich weiß es nicht. Aha. Das Lustige ist, ich überleg's mir wirklich. Weil der hat sich eingebunkert. Und bis der Feind, also der da. Und bis der Feind da ist, habe ich das voreingenommen und kann mich selbst einbunkern. Wisst ihr, was ich probiert habe? Ich probiere das wirklich. Ich glaube, ich kann das. Ich glaube, ich kann das schaffen. Also je nachdem, wo Razor, Bax und die Streiter des Rudianus herkommen. Ja, je nachdem. Also kann ich das einnehmen oder nicht? Ja, okay, dann nehmen wir halt den Regen, ne? So. Ich glaube, meine Kavallerie kommt von der einen Seite und die anderen kommen alle von der anderen Seite her gepäst. Und zwar sowas von. Aber der General bleibt hier. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Wo? Einmal da und einmal hinter uns, okay. Schnell, schnell, schnell. Nein, ihr sollt da rein, verdammt. Unser General wird angegriffen. Ja, natürlich wird er das. Kampfgruppen erwarten Befehle. Befehle. Okay.
Okay, also hier einmal bitte einnehmen, da einmal einnehmen, da einmal einnehmen. Da einmal einnehmen. Und die Kavallerie kommt wieder raus. Ah, verdammt, das hatte ich nicht gerissen, dass das meine Hitze-Teilräume sind. Die dürfen natürlich das nicht machen. Die dürfen das natürlich nicht machen. Wir haben einen Turm eingenommen. Ich brauch die. Hat der General bleibt trotzdem drin. Okay, der ist jetzt so geschwächt, dass er nicht mehr sehr viel machen kann. Gut, also. Wir haben einen Turm eingenommen. Also, jetzt stelle ich mich mal auf. Hier, so, zwei hier. Zwei da. Die volle Hetzeteilreihe kommt hier. Die kommen hier. Die kommen da. So, die kommen hier, dann machen wir dasselbe. So. So. Die Peltasten kommen hier an. So, jetzt kann er kommen. Jetzt will er aber nicht mehr, oder? Ah, kein Bock. Die Kavallerie passt auf, dass keiner in meinen Rücken geht. So, gut, ihr könnt kommen. Aber er hat halt immer noch eine gute Chance, weil er so unglaublich viele Einheiten hat. Aber... Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Aber ich habe ja jetzt auch keine schlechte Chance. Kampfinfanterie bereit! Schnell vorrücken! Schildfall mache ich gleich. Keine nichts machen! Schilde hoch! Okay, er geht auf jeden Fall schon mal hier hin. General! Kommandant! Dafür reichen zwei. Der will jetzt tatsächlich hinten angreifen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Rückwärts! In Teilen, Reiterei!
Die Krieger erwarten euren Befehl. Warum gehört mir der nicht? Das ist unpraktisch. Das ist nicht schön. Du musst das mal kurz alleine. Hier ist alles in Ordnung. Ja, easy. Der will jetzt meine Pferde jagen, ist das sein Ernst? Ach komm. Ich bin nicht aus dem Kreis raus. Nein, egal. Ich mache jetzt mal hier so einen Bogen und greife ihn von hinten hier an. So. Wir haben einen Turm eingenommen. Also. Bruders! Königliche Feldtasten! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Königliche Peltasten. Ich frage mich aber gerade wirklich, was der bezwecken will. Der jagt wirklich komplett meinen Fernkämpfer nach. Und da hat er echt nicht meinen Fernkämpfer an. Warte. Königliche Peltasten. Was mich gerade wundert, ist, wie weit er schießen kann. Ja, so weit es kann. So. Der feindliche General ist tot. Ja, das ist praktisch. So, das ist jetzt auch praktisch. Er verhält sich ein bisschen merkwürdig. Sind die müde? Ja, sehr müde. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zum Glück brauchen die Wachtürme keine Bogen.
keine Munition. Echt jetzt? Speerbrüder. Die Krieger erwarten euren Befehl. Königliche Peltasten. Mit Eisenreiterei. Mit Eisenreiterei. Zu Befehl. Hyrie. So. Einzelne Einheiten mitten in der Pampa sind halt perfekt für solche Kavallerieanstürme. Okay, der fängt langsam an zu. Banken. Da hole ich jetzt eine Verstärkung. Die sind erschöpft. Die sind erschöpft und die sind frisch. Bereit zum Einsatz. Stolze Söhne Makedoniens. Angriff. Königliche Peltasten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Befehle? Die Makedonier sind bereit. So. Kavallerie weg da. Die hat auch nichts zu tun, ne? Die kann ja jetzt mal hier hingehen. Die gehen so lange hier hin. Die machen da jetzt mal Hammer und Amboss meine Kavallerie. Ja, wobei, nee, die ruhen sich mal kurz aus. Fliegenden Tausch. Meere erwartet eure Befehle. Ja, kommen wir zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit. Die einfache. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Sind frei, Leute. Schnelles Marschieren. Zu Befehl. Super. Ja, ne? So läuft das. Ja, die könnte ich noch schnappen. Aber an sich kann ich auch normal gehen, weil die sind ja jetzt auch bald fertig. Sehr müde. Erschöpft. Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Geh langsam bitte.
Nur ganz kurz. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und jetzt einfach weiter. Ah, okay, jetzt kommen die hier hin. Königliche Pelfasten! Schnell vorrücken! Marschbefehl! Kudos! Liga Makedonien! General! Victoria! Eure Befehle ist mein Gelang! Doppelte Geschwindigkeit! So, ja, ne? Also... irgendwie, ja. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Wie ihr befehlt! Jetzt ist alles, möglich. Ne? Ja, die sind jetzt auch geschafft. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wollt ihr euch wirklich mit einer Kavallerie Staffel anlegen hier? So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Wir brauchen schon ein bisschen, um, Zeit zum Einsatz! Auf Liegen bereit! Königliche Peltasten! Zu Befehl! Jetzt! Ruhm für Makedonien! Auf Liegen bereit! Wir brauchen schon ein bisschen, um jetzt, Befehl verstanden! Doppelte Geschwindigkeit! Na? Um wieder von Erschöpfung rauszukommen. Aber das heißt wahrscheinlich, ja. Das bedeutet wahrscheinlich einfach nur, dass die enorm erschöpft waren. So. Warte mal, General will ich hier einfach nur ein bisschen. Einfach mal durch. Einfach durchflutschen und hier angreifen. Sehr schön. So. Fortfahren, mein General will noch ein bisschen metzeln. Der braucht ja noch die Erfahrung. So, ja, war ziemlich heftig. Fünfzig ist zu viel. So, jetzt ist er
befördert worden. Nochmal 50. Vielleicht bekommen wir den sogar auf Silber hoch. Ah, klappt nicht mehr. Gut. Ja. Knapper Sieg. Verluste 760, getötet 3100. Und der hat 4200 verloren. Also, ja, 1100 Kills haben allein die Türme gemacht. Das ist halt heftig. Das ist halt super heftig. Und ich habe sogar keinen verloren. Das ist. Also, ich habe sogar die nicht verloren. Das ist super. Alter, der hat wirklich heftig viel verloren. Gut. Das war sehr erfolgreich. Aber jetzt muss ich wieder hierher. Gut. Der bekommt das da. Dann das da. Genau, hier muss ich auch noch mal sehen. Genau, ich habe schon wieder überzogen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal, ja. Genau. Nächstes Mal werden wir diese wieder rausschmeißen, diese fiesen Fieslinge. Und, ja, bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächstes Mal. Bye bye. Ist da jemand? Ja, gut.